Das Konsum zu Üsserberg. Seit Mitte Januar ist hier einiges anders als noch im alten Jahr. Das Angebot für die Bevölkerung ist deutlich grösser gekommen. Wie in einem Haufen von anderen Bergdörfern für euch ein notwendiger Schritt, dass der Dorflado langfristig die Chance hat zu überleben, sagt die Präsidentin von der Konsumgenossenschaft Üsserberg, Sabine Brass. Ja, ein Konsum in einem Bergdorf ist immer nicht ganz einfach. Wir müssen viel investieren, wir müssen mit Herz und Blut dabei sein. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass die Post geschlossen wird, die Postagentur hier im Konsum einzurichten. Das wussten wir ungefähr seit einem Jahr. Und mit diesem Zeitpunkt haben wir beschlossen, mit der Post auch ein kleines Bistro hier einzurichten, weil auch ein Restaurant geschlossen hat in Ausserberg. Entsprechend gross sind die Hoffnungen, die man in das neue Bistro im Konsum zu Üsserberg setzen tut. Nicht zuletzt, weil die Konsumgenossenschaft die Umbauarbeiten aus eigenem Sack gezahlt hat. Wir hoffen uns davon, dass wir mit dem Bistro Kundschaft anziehen, die gerne das Kaffee trinken oder das Mineral oder auch einen Schluck Wein oder Bier. Die Öffnungszeiten sind entsprechend den Öffnungszeiten vom Konsum. Wir können nicht früher oder später Öffnung haben. Und dass man dann halt zusätzlich noch einen Einkauf macht im Konsum, weil davon sind wir abhängig. Es steht und fällt mit den Leuten, die bei uns einkaufen. Wenn die Dorfbevölkerung nicht bei uns einkauft, dann nützt es alles nichts. Aber wir haben jetzt doch relativ große Anstrengungen gemacht, um das alles aufzustellen. Und jetzt hoffen wir, dass es läuft. Auch bei der Gemeinde Üsserberg hofft man, dass das Konsum durch das Bistro neue Impulse verkommt und die Zukunft des Dorflado so langfristig gesichert ist. Für die Gemeinde ist es insofern wichtig, dass das Konsum weitergeht. Damit das Konsum weitergeht, ist sicher das Bistro ein Teil, der positiv in diesem Zusammenhang wirken soll. Es soll einerseits ein sozialer Treffpunkt sein, es soll aber andererseits auch Leute vermehrt oder vielleicht testet will, mal mehr ins Konsum ziehen und die Frequenzen im Dorflado erhöhen. Dass jetzt gleichzeitig auch die Postagentur aufgeht, ist ein schöner Zufall. Die Post will das heute so. Wir haben leider die Poststelle nicht mehr weiterführen können. Es ist jetzt vom Termin her einfach zusammengeraten und ich finde, beide Elemente miteinander, das Bistro und die Postagentur, werden die Frequenz am Konsum positiv beeinflussen. Angst, dass man mit dem Bistro ein Konkurrenzangebot zu der bestehenden Restaurant schafft, hat der Gemeinderat Otto Heinen dabei nicht. Das ist absolut nicht das Ziel. Es war vielmehr so, dass das Volk oder Konsum Besucher ist, auf das sind aufmerksam gemacht, dass es doch gäbig wäre, dass man sich hier kurz einmal Kaffee und einmal Schwatz könnte treffen. Dies umso mehr, weil vor einem Jahr das Restaurant Lötschberg ist zugegangen und von uns ist nachher der Wunsch, vor allem aus der Bevölkerung. Nebst dem Bistro erhofft man sich auch von der neuen Postagentur im Konsum mehr Kundschaft. Rund 95% von allen Postgeschäften kann man neu im Dorflado abwickeln. Für das möglich ist, hat aber auch das Personal dazu lernen. In der letzten Woche gab es an jedem Tag Schulungen für das Personal. Das ist schon, es geht mit Geld, man muss mit Geld hantieren, es ist eine Vertrauenssache. Das muss sehr seriös gemacht werden und wir hatten an jedem Tag in der letzten Woche eine Dame von der Post, die diese Schulung durchgeführt hat. Und sowohl die Vertretung der Post als auch die Angestellten sind sehr angetan von dieser Schulung und haben auch das Gefühl, dass sie dem gewachsen sind. Sehr speziell ist die Eröffnung von der Postagentur für den Üsserberger Gemeindepräsident Christoph Meichtri. Ist er doch jahrelang der Posthalter vom Dorf gewesen? Ja, ich kann sagen, 8-2 Herzen wurden in meiner Brust. Ein bisschen schon. Wobei, es ist ein Verstandesentscheid auch für mich.
wir haben Postkunden oben noch nicht mehr und kein privates Unternehmen kann ja, so wie auch ein halbstaatliches Unternehmen, einfach nur der weil jetzt eine Poststelle ist, die weiterführen. Die Lesung, die wir jetzt haben, bin ich aber eigentlich sehr zufrieden und glücklich. Es geht etwas zu Ende und es fällt wieder etwas an. Also für die Postkunden an und für sich geht es weiter. Also das ist von daher für mich so in Ordnung und stimmt. Klar hätte ich gerne noch ein bisschen Posthalter. Und so ist auch das Konsum zu Üsserberg jetzt so nicht nur mehr ein Dorflado, sondern ein multifunktionaler Betrieb. Vermutlich die einzige Möglichkeit, die kleinen Läden vor dem Aussterben zu bewahren.